Ja, Mann. Ja. Jawohl. Mal Jacke zubinden. Lachtenstollen. Guten Morgen, YouTube. Guten Tag, wann auch immer ihr das guckt. Heute sind wir im Harz und gehen wandern. Hier. Echt hier schon direkt? Ja. Das ist wahrscheinlich dieser Schlenker hier, damit man auch an diesem Wasserfall oder wo auch immer vorbeikommt. Das sind die Fahrradschuhe, aber ich habe die Klickpedale noch abgeschraubt, also die Cleats hier, das Metallding, weil die sehr rutschig sind. Da sind jetzt hier so Plastikstollen oder wie auch immer dran. Also die Schuhe, die sehen so aus von unten. Ja. Ja, das ist nur ein Rauschen vom Fluss, ne? Achtung, Rutschgefahr, Mensch, das gefällt mir ja. Nicht ausgebauter Weg. Wir müssen aber rechts. Ja. Ja, hier steht ja auch ein nicht ausgebauter Weg da. Ja, das ist geil. Mal sehen, ob sich das wöchentliche Ausdauertraining sich bezahlt macht. Das wäre natürlich optimal, ne? Jetzt bei der Sonne schon. Ja, ach so. Nee, besser eincremen. Sehr angenehm. Wie auch zu leben, ist das. Ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier die Mieten sehr teuer sind. Ich glaube irgendwie gar nicht so. Es ist bestimmt auch viel, viel verlassen hier. Es natürlich sehr schön ist, diese ganzen alten Häuser hier. Das hat schon was. Oh, Püppchen. Die ist ja schon unheimlich. Das hier sieht so verlassen. Ja, das wird verlassen sein. Sieht stark danach aus. Hier gibt es noch einen Kaffee. Ja, vielleicht möchtest du einen Kaffee to go haben. Nee, beim nächsten dann. Das war der letzte Laden, den wir gesehen haben. Auf Toilette gehen nochmal, oder? Ich müsste nicht.
aber wenn du willst. Okay. Moin. Jetzt hier rechts. Ja, sollen wir hier eins machen? Oha, ja, stimmt. Oder so in der Dämmerung. Das macht bestimmt was Gutes her. Hier geht es jetzt immer noch weiter hoch diesen Zickzack-Weg. Genau, hier den Weg. Ja, besser. Den Weg gegen Klimawandel, den gehen wir jetzt nicht heute. Nee. Da sagt Komoot, müssen wir nicht lang. Naja, dann. Aber doch. Müssen wir doch gehen. Ja. Dann halt heute mal mit gegen Klimawandel. Ja, Steine Trail. Ja, das glaube ich.
Ja, Straße ist noch ein bisschen zu hören. Aber sonst schon viel Waldgeräusche. Hier wieder links. Oh, Steine. Irgendein Gaswetter oder so. Oder irgendein, ja, oder irgendein Punkt zum, wie nennt man das? Sehenswürdigkeit. Sightseeing. Ganz schön steil hier, ne? Aber alles machbar.
Ah, hier. Eine Waldhütte. Ja, weiter geht's. So, wo ist man jetzt? Hier rechts. An diesem Funkturm vorbei. Ja, allgemein schon. Ja. Wow. Jetzt hört man auch nicht mehr den Lärm von der Straße. Ja, so schnell wird das wieder abgeschirmt, ne? Gestern habe ich Rücken trainiert. Ganz normal. Merkst du ein paar Einbußen durch? Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ich mache auch noch nicht so, so ganz. Ich gucke, dass ich etwas schneller fertig bin, nicht so viel Übung mache und mehr Wiederholungen. Strom oder Gas. Aber könnte man Wandern als Intervalltraining bezeichnen? Weil du hast ja Höhen, Tiefen, so pulsmäßig. Anstieg, dein Herz muss schneller schlagen, dann kommst du wieder zur Ruhe. Vielleicht ein bisschen. Ich glaube schon, mit Laufen, wenn man nach der Geschwindigkeit läuft, ist es schon mehr deutlicheres Intervalltraining. Machst du manchmal Intervallläufe? Oder gar nicht? Nö, gar nicht. Ich jogge ja immer mit meinem Beispiel. Ja. Und das geht gut? Jo, ich mache halt immer Grundlagen-Ausdauertraining, also 90 Minuten. Eine Stunde bis 90 Minuten, so auf einer 7er Pace, also 7 Minuten pro Kilometer. Ja. Ja, dass man sich das auch einteilt bis zum Ende, ne? Ja, man soll ja sehr niedrigen Herzbereich arbeiten, so 120 Schläge. Ja. Dann halt lange. Dadurch kannst du dann die Läufe, wenn du so Wettkämpfe hast oder so. Natürlich musst du dazu noch Intervalltraining machen, aber dann wirst du schneller. Und du kannst länger durch. Ja. Ich glaube, die Ausdauer an sich kriegst du durch diese Grundlagenausdauertraining, das heißt ja schon so. Und den Speed, dass du schneller wirst, kriegst du durch dieses Intervalltraining. Ja, das kann gut sein. Ich habe das einmal im Fitnessstudio gemacht, das Intervalltraining auf dem Laufband. Ja, stimmt, das wurde mir auch gesagt, dass man dann auch abnimmt dadurch. Ich glaube, es gibt auch Unterschiede zwischen Fettstoffwechsel und I'm not afraid to
Ja, da unten ist gerade eine Bank, ne? Aber da würde ich schon gerne eine kleine Pause machen, wenn da eine Bank ist. Ja, können wir ja auch ein paar Nüsse essen. Ach, wollen wir dann nicht hier kurz die Schuhe ausziehen? Und die Socken? Ja. Ja. Ah, jetzt bin ich geerdet. Man merkt schon, wie meine Spannung in die Erde fließt. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich habe gehört, das wird noch Grenzen oder sowas. Die Spannung im Körper, die durch unsere ganzen Elektrogeräte auf uns einwirken, soll dann in den Boden gehen. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Da müsste man mal den Physiker fragen. Aber es tut auf jeden Fall gut für die Durchblutung, für die Fußmuskeln. Man ist wieder auf natürlichem Terrain, wie es ursprünglich war, und fühlt sich besser. Hammer, Alter. Oh, das ja. Sieht doch geil aus. Ja, das sieht geil aus, ja. Das. Boah, schön, Alter. Und dafür hat sich alleine für diesen Anblick der Ausflug schon gelohnt, ey. Ja, da geht mir einer ab. Hammer. Scheiße, keine Badesachen mitgenommen. Das wär's doch hier. Ja. Ja, dann geht's mal weiter. Ja, hier weiter einfach. Kleinen Schlenker über den Teich, sorry, gemacht. Und jetzt wieder rechts, links. Feuchtgebiet Einersberger Teich. Nördlichen Ufer. Ja, Bade- und Liegeplätze. Extra zum Baden. Ja, liebe Naturfreunde. Theoretisch gesehen könnte man hier mal morgens hinfahren, ey, oder im Winter Eisbaden. Ja, würdest du auch machen, Eisbaden? Ich denke schon, ja. Oh ja. Ja, so hat man wieder was Schönes rausgefunden. Hier jetzt schräg rechts, nicht da, sondern hier. Ja, das ist der Ausflut- und Ausflutgraben. Ach, das ist Bestandteil jedes Oberharzer Teichdammes.
Wieder Waage. Ja, das stimmt, hier ist auch kein Mensch. Beim Brocken sind bestimmt gerade mehr Leute. Ja, ne? Das ist schon anders. Hier auch noch mal runter? Wenn du möchtest. Wenn wir schon hier sind, oder? Ja. Der Text sieht jetzt nicht so geil aus. Ja. Ja, der andere war auch ein bisschen besser zugänglich. Flaches Ufer. Der hier ist wahrscheinlich wirklich, da stand ja auch still, dass der nicht so viel Störung haben soll. Das macht schon Sinn. Man aufpassen. Ach, hier ist der Weg. Und danach und dann da rechts. Hier ist mal nur
geradeaus nach Zellerfeld. Geschafft von der Strecke bis jetzt? Wir haben jetzt 4,8 Kilometer zurückgelegt von 15,7. Also noch 10 Kilometer verbleiben, 10,9. Ist das also ein Rundgang, links, der dann auch wieder... Ja, genau. Der hört dann wieder da auf, wo wir geparkt haben. Tatsächlich. Ich sagte ja, diese Komoot-App ist eigentlich voll geil, weil eigentlich wäre man jetzt recht diese normalen Wanderwege. Oh, schon wieder geknickt. Fall nicht. Ja, dann wäre man auch ein bisschen länger gegangen. Ja. Turbinenausgaszufuhr. Okay. Steht da drauf, Achtung, Turbinen. Turbinenansaugrohr. Nicht Ansaug, Turbinensaugrohr. Oh. Gefahr des Ertrinkens. Hier, okay. Muss man aufpassen. Hier? Ja, das wäre es ja gut, weil man nicht gestochen werden kann. Das wäre doch gut, dann kann man nicht gestochen oder geschnitten werden in der Matsche. Sonst ist es vielleicht zu pieksig. Ja.
Ja. Du auch, ha? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Soll ich kurz stoppen? Soll ich stoppen? Was? Kann ich? Ja. Wo sind nur all die Leute hin heute? Nur vier Menschen bisher gesehen hier. Aber wahrscheinlich wirklich, weil das ein bisschen Weg ist, der abseits ist. Abseits der normalen Wege, die ausgeschildert sind. Tja. Vielleicht haben sie auch einfach keine Lust. Ja, das ist auch ein Grund, ja. Das hat sich ganz schlimm angehört, ja. Das hat sich ein bisschen schlimmer angehört. Ja.
habe ich mir nicht das Nummernschild gemerkt, falls da ein Teil jetzt von hier liegt. Ist nicht auf deiner Kamera? Das Geräusch, ne, ach so, dieses Auto, nee, das habe ich nicht aufgenommen, das wäre zu privat. Du musst hier bestimmt gerade richtig aufgesetzt haben. Oh, schön. Ja, ne? Dann lernst du jetzt Zellerfeld kennen. Juhu. Oh, da fahren Boote. Oder? Ja. Oh, eine Wandertruppe. Boote, aber nicht auf dem See. Oder hört sich doch an nach Booten. Oder nach Flugzeugen. Ja, dann kommt hier bestimmt eine populäre Wanderstrecke mit Unterhaltungsponys. Ja, ich auch. Hat sich angezogen. Radstube. Fahrrad? Traust du dich das zu streicheln? Mal meine Füße. Hallo Pferdchen. Das ist so plötzlich, dass du so klein bist. Ja, das ist Zellerfeld. Aber das hier ist ja noch gar kein Ort. Ja, der kommt gleich. Müssen wir da auf die Pfanne? Durch Zellerfeld, so kurz durch die Straßen. Vielleicht so 500 Meter. So ein Schlenker kurz. Weißt du, ob die Asyl da gibt? Nee, geradeaus. Gerade. Ja. Was ist da? Weiß ich nicht. Ist hier irgendwas markiert? Geopark? Oh. Das wäre was für einen Geologen. Weißt du, was mal geil wäre? Einmal von einem Punkt Deutschland, also vom obersten Punkt Deutschlands, zum untersten Punkt Deutschlands wandern. Wandern? Ja, ja. Oh. Wie lange wird man wohl brauchen? Wenn du jeden Tag 20 bis 30 Kilometer wanderst. Ja. Oder sagen wir mal 15 Kilometer. Man ist ja kein Extremsportler. Ja. 15, wie viele Kilometer sind das? So 900 bestimmt. 900 mal. Nicht mal, geteilt. 900 geteilt durch 50. Ja. 10, 20, 40, 60. 60 Tage? Ja. So lange hast du jetzt nicht Urlaub. Schöner Teich. Ja. Hier rechts.
hier rechts. Also nicht da hoch? Nö. Kein Glück. Glück gehabt. Ah, das wird bestimmt gleich im Wald gehen. Ja, da kommen wir auch wieder hin. In den Wald. Vielleicht ist auch nur eine Holzverkleidung außen dran. Gut, das kann natürlich auch sein. Aber warum? Damit das so ein bisschen bergiger hier oben. Also was? Ja, die fanden das wohl schön. Jetzt hier links. Sieht sogar nach schon aus. Ja. Hotel zum Harzer. Steigerbucht. Sieht da auch urig aus. Oder? Schön rot. Also gemütlich. Man könnte jetzt bestimmt auch bei Komoot gucken, oder man kann da auch gucken, wie die Höhen sind und wie lange das noch geht, aber am Ende muss man die ja eh gehen, deswegen finde ich das auch nicht unbedingt nötig, ne? Ja, das war doch einfach von 360 Höhenmeter, oder? Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, gar nicht so richtig nachgeguckt. Ah, da ist Mülleimer für die Bananenschale. Wo ist denn jetzt der Mülleimer hin? Da. Links oder rechts? Rechts. Oder nee, links. Entschuldigung. Aber ich muss hier einen Schlenker machen. Eine gerade Strecke. Der Brocken.
gute Balance erforderlich. Aber hier kommen wir wieder auf etwas wegsameres Gelände. Geradere Wege. Jetzt hier unten links am Teich lang. Oder Düker oder was das ist. Oh, ein Bach. Ja. Schön. Ja, märchenhaft. Also der Boden hier, finde ich. Ja. Der ist so schön weich. Ja, brauner Pfad, links und rechts Gewässer, man ist sozusagen auf dem Damm. Märchenhafte, verwunschene Wurzeln, die aus dem Boden hervorsteigen. Das ist schon schön, wie ein kleiner Märchenwald. Sven, der Denker und ich. Kannst du noch kurz warten? Ja. Ich nehme doch meine Jacke wieder aus. Ja. Noch mehr Dornen. Nein.
So, wir müssen jetzt einmal rechts gehen und dann wieder zurück und da lang. Man muss hier, einmal muss man hier die Aussicht wohl genießen. Deswegen schickt der einen hier lang mit Promot. Kann ich wieder ein Foto von der Wand? Ja. Mit dem wird das hier so als Background? Ja. Oh. Da geht's wohl auch tief runter. Oha. Oha. Komm, jetzt kommt Balanciermeister Alex mit. Ja. Fast. Du hast eine. Der braucht echt lange, um das hochzuladen. Ja, hier ist halt kein Netz, ne? Auch schön. Ja, da. Da ist aber Wasser drin, ne? Ja, nur keine Menschen. Vielleicht gerade Revision oder so. Kein Betrieb. Sieht doch schön aus hier mit diesen Bergen. Mhm. Müssen wir auch hier lang? Ja.
jemand gekauft. Deswegen ist in dem einen Becken Wasser drin, weil es jetzt ein persönlicher Pool ist. Ja, wir müssen doch hier links den Weg, aber wir können ja hier gleich, wir können ja hier einfach durchs Gras gehen, oder? Hier vorne kommt doch jetzt hin. Ja, stimmt, hier kann man auch durch. Ach du grüne Leune, ey. Meine Beine vertragen so ein Anstieg gerade nicht mehr. Oh. Ja, es geht jetzt noch einmal berghoch. Und wir, das ist schon Wildenheim. Wildemann. So noch einmal hoch und dann wieder runter. Bisschen durch den Ort und dann sind wir schon wieder beim Auto. Also ja, vielleicht noch so eine halbe Stunde. Dann sind wir da. Wie viel haben wir? Es ist jetzt 12.56 Uhr. Dem Wald einen Gehfehler zurückgehen. Geben. Wie soll das denn gehen? Ich weiß noch nicht wie, aber. Ja. Irgendwann. Mhm. Ja. Wie viel Kilometer haben wir jetzt? Hört ihr auf 14, ne? Ne, wenn wir auf 17 kommen, am Ende haben wir jetzt 15. Aber ich guck nochmal. 50 Kilometer Wander zählst du zu den mittelguten Wanderern. Also, ja? Ich mache die 30 Kilometer am Tag. Ja. Ja, wir haben dann, wenn wir ankommen, ja stimmt, 15. 15,6 ungefähr. Ja. Aber ich setze dich gleich mal kurz hin, ja? Also doch nicht 17. Was? Ja. Oh, ein Kneippbecken. Mensch, das ist doch einer meiner Lieblingsorte. Kneippbecken. Ich glaube, da ziehe ich mir auch die Hose für aus. Was willst du machen? Die Hose für ausziehen, dass man da schön drin warten kann. Warten. Das muss man da ja. Weil das fördert die Durchblutung. Glaubst du an sowas? Ja. Also, dass das gut sei. Aber für besonders gesund halte ich das nicht durch den erhöhten Zuckergehalt. Das muss nicht unbedingt sein. Tatsächlich gut für so Wanderungen. Ja. 20 Gramm Zucker hat die Flasche komplett. Ja, ja, ich glaube. Ein Tape mitnehmen müssen. Ach so, ja. Hätte ich hinten dran kleben können, weil ich glaube, jetzt wird sich deine Blase bilden. Ja, bestimmt. Aber der Rest von den Füßen ist. Ja, das ist essen wir. Das ist leichter sozusagen nach dem Kneipptreten, ne? Ja. Also ja. Meine Wade ist nicht mehr so gekrampft. Mhm. Jawohl, dann hat das ja gewirkt. Vorhin, als wir den Berg hochgegangen sind, vor dem Tretbecken da. Dachte ich so, Alter, meine Oberschenkel, die machen so einen Knie, die machen das Brechen halt. Mhm. Weil die so hart wurden, weißt du? Ja. Und das hat das jetzt gerade irgendwie so ein bisschen gelockert. Jawohl. Wahrscheinlich die Durchblutung gefördert, die Kälte. Ja, die Laktate sind wahrscheinlich deutlich besser hier. Ja. Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung. Tut mir leid, komm. Tut mir leid, ja, tut mir leid. Der Beutel hat mir schon wieder einen Gehfehler gegeben. Ich sag's dir, der hat was gegen mich. Das ist bestimmt jetzt das siebte Mal, dass ich weggeknickt bin. Ja. Das ist live auf Kamera. Ja, das ist das Beste. Schadenfreude lieben die Leute.
Aber jetzt läuft es wieder gut. Jetzt kann ich wieder bestimmt 5 Kilometer machen. Oh, wir haben nur noch 2. Ah, ich brauche echt Wanderschuhe. Mit denen schon ist das echt eine Katastrophe. Ja, wenn es hinten schon so scheuert und man Blasen kriegt. Aber das ist generell bei vielen Schuhen so. Ja. Nee, ich meine wegen dem Wegknicken. Oder ich bin einfach nur zu unfähig. Das Wegknicken. Ja, wenigstens hast du dich immer irgendwie abgefangen, dass es nicht komplett irgendwie auf den Knochen ging oder so. Ja, aber irgendwann wird der Tag kommen. Zack, Bänderriss. Mhm. Das wäre übel. Ja. Die kommt doch jetzt schon in die Stadt, oder? Ja. Oh, verbrannt. Hier riecht es ein bisschen verbrannt. Du bist sicher, dass du hier wachst? Ja, auf jeden Fall. Garten direkt in den Wald. Ja, ne? Mhm. Kann man jeden Tag ins Kneippbecken gehen. So hier runter. Hier hoch. Boah, nee. Aber man kommt wohl gleich wieder auf die Straße, das ist wohl. Nicht so schlimm, oder? Oder müssen wir doch rechts lang? Ja, ist das richtig oder nicht? Nee, doch unten lang. Oder wollen wir hier oben? Hier oben kann man auch lang gehen. Und dann macht man noch einen kleinen Umweg. Das heißt kleiner Umweg. Dann würde man statt hier unten würde man dann halt hier oben lang laufen und dann da wieder rauskommen und dann müsste man noch hier lang gehen, anstatt den blauen Weg. Ja, egal, wie du willst, wir können einfach durch die Stadt. Ja. Wir können ja ein bisschen mal. Oder wollen wir einmal die Stadt zu Fuß angucken? Weil von. Ja, stimmt, von. Wir sind. Lass uns nochmal sklavisch Komoot folgen. Sklavisch? Sklavisch, ja. Sklavisch. Sklavisch? Ja. Ja. Endlich Zivilisation. Ja. Zumindest ein bisschen. Auch ein wilder Garten. Ferienwohnung. Mieze. Ja, hier schon gerade. Dadurch, dass man halt vital ist, oder? Ja. War das deine, ne?
Könnten wir ja gleich uns kurz die Ockerfallstelle noch angucken. Ja. Vielleicht schon mal gesehen, dem Namen nach schon. Sieht sowas übelst gigantisch aus. Ja. Hallo? Ja, und da sind wir schon wieder. Weißt du noch? Ja? Jawohl. Oder wollen wir hier was essen? Aber sieht zu aus, ne? Und teuer. Zu und teuer. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Hier ist sowieso geschlossen. Hier, kannst du hier diesen Falafel im Restaurant. Da sind vielleicht noch ein paar vergammelte Gurken im Kühlschrank. Ja, weiß, vielleicht. Kannst du dir auf jeden Fall etwas gönnen. Das ist bestimmt auch noch entfernt, eine Stunde. Wir sind jetzt so sozusagen auf der Höhe von der Mitte vom Harz und Goslar ist ja im Norden. Ja, keine Werbung. Das macht mich auch sehr verlassen. Ja. Ja, schade drum. Aber. Generell alle nicht mehr so. Ja, ich glaube doch, dass es hier gar nicht so teuer ist zu wohnen, ehrlich gesagt, wenn man so viele leere Häuser sieht. Das Haus auch sehr schön. Ja. Ja, auch die Scheune. Alles leer.
Wir sind wieder da. Ja, Mann. Hey, du hast dich mitgeklatscht. Ist aber auch.